Hey Leute und herzlich willkommen zu diesem neuen Video, zur aktuellen Ausgabe der Apple News, die heute aber ehrlich gesagt keine konkrete News-Ausgabe ist, so ehrlich will ich sein. Ich habe eine kleine Spezialfolge für euch vorbereitet, das habt ihr jetzt vielleicht schon im Titel gesehen, denn ich befinde mich aktuell noch ein paar Tage in Urlaub und ich möchte die heutige Folge auch mal ganz kurz nutzen, um mal Dank an euch zu sagen, denn die aktuellen Folgen kommen wirklich gut an. Macht auch Spaß, in den Kommentaren zu diskutieren und zu schauen, was eure Meinung zu den entsprechenden Neuerungen und Gerüchten ist. Und heute habe ich mir gedacht, schauen wir uns doch mal ganz im Detail an, was uns beim Apple iPhone 15 Pro so erwartet. Wir schauen uns ja immer hier Details an und wir schauen uns an, was so ungefähr kommen würde. Wir schauen uns auch die iPhones fürs nächste Jahr an. Aber ich möchte heute mal wirklich alle Gerüchte zusammenfassen, die so im Raum für das neue iPhone im Herbst stehen. Und wir haben Ende Mai, Anfang Juni, da ist die Entscheidung bei Apple durchaus getroffen. Da wird nicht mehr viel passieren, was die Hardware angeht. Und dementsprechend, glaube ich, könnte das schon ein ganz guter Ausblick auf den September sein. Also, ich würde sagen, genug gesprochen. Nächste Woche natürlich dann wieder um 18 Uhr eine ganz normale Ausgabe der Apple News, wo ich auch nochmal zusammenfassen werde, was jetzt in dieser Woche passiert ist. Und jetzt würde ich sagen, steigen wir direkt ein. Vielleicht noch vorab, es geht heute nur um das iPhone 15 Pro und 15 Pro Max. Das normale iPhone 15 spielt heute keine Rolle. Falls euch ein eigenes Video dazu interessiert, lasst mich doch auch mal gerne in den Kommentaren wissen. Vielleicht wäre das dann auch nochmal ein Thema für eine weitere Sonderausgabe. Aber fangen wir damit an, was uns beim iPhone 15 Pro Max erwartet. Und da steht im Raum, dass es wieder zwei Modelle geben wird. Ich weiß noch nicht, ob es ein 15 Pro Max oder 15 Ultra wird. Das ist am Ende des Tages natürlich eine Entscheidung, die Apple vielleicht auch erst kurzerhand treffen wird. Aber es ist ja am Ende des Tages ist auch nur ein Name. Wir bekommen in diesem Jahr ein überarbeitetes Design. Es wird ein bisschen weicher, ein bisschen weniger kantig, sage ich mal, aber auch nicht ganz so rund, wie es früher mit dem iPhone 10 war. Und es gibt erstmals einen Titanrahmen. Sprich, Edelstahl als Rahmen wird verschwinden. Und das dürfte bedeuten, dass das iPhone Pro Modell in diesem Jahr auch eine ganze Ecke leichter wird. Ich nutze die Apple Watch Series 7 mit Titanrahmen und die ist eine ganze Ecke leichter als die Edelstahlversion. Ich bin gespannt, wie sich das auf das iPhone auswirkt. Es wird übrigens das erste iPhone mit USB-C statt Lightning sein. Apple geht diesen Schritt nicht ganz freiwillig, denn die EU schreibt das sowieso in den nächsten Jahren vor und dem kommt man jetzt ganz quasi sogar, also man geht diesen Schritt jetzt quasi selbst, wartet nicht ab und führt in diesem Jahr schon USB-C ein. Physische Tasten bleiben, da stand im Raum, dass diese verschwinden sollten, allerdings wird der Mute-Switch an der Seite höchstwahrscheinlich verschwinden und durch seine Art Action-Button ersetzt, den man dann frei belegen kann. Was da möglich sein wird, ist aktuell noch unklar. Am Ende des Tages wird das dann natürlich über die Software geregelt. Und noch eine Sache, die aktuell im Raum steht, aber noch nicht ganz sicher ist, ist, dass Apple jetzt auch bei uns in Europa den SIM-Slot streichen wird. Natürlich weiterhin Dual-SIM, allerdings dann beides mit einer eSIM. Beide Modelle haben einen, also bei beiden Modellen bleibt es beim Display mit 6,1 und 6,7 Zoll. Das wird erst nächstes Jahr größer und auch in diesem Jahr soll die Dynamic Island noch erhalten bleiben. Also das quasi die etwas pleitere Pille oben im Display, die kleine Aussparung. Allerdings soll der Rand rund um das Display ein kleines bisschen dünner sein. Gut möglich, dass das iPhone in der Hand sich vielleicht auch ein kleines bisschen kompakter anfühlen wird. Es gibt weiter ein LTO-Panel mit bis zu 120 Hertz, natürlich variable Bildwiederholungsrate und es steht im Raum, dass es etwas heller ist. Es gibt eine neue Technologie von Samsung und ich vermute, dass Apple die auch eingekauft hat. Unter der Haube werkelt ein Apple A17. Das ist der erste Chip im 3-Nanometer-Verfahren von TSMC. Dementsprechend großer Schritt in diesem Jahr, deutlich mehr Leistung und auch vor allem effizienter. Ich glaube, die Leistung ist den meisten von uns relativ egal, auch wenn man das spüren dürfte, denn es soll auch 8 statt 6 GB Arbeitsspeicher geben. Aber was die meisten von euch mit Sicherheit eher interessieren wird, ist, wie es mit der Akkulaufzeit aussieht. Ich vermute, da dürfte es in diesem Jahr einen Sprung geben. Vielleicht keinen gravierenden Sprung, aber 1 bis 2 Stunden sollten da durchaus mit so einem Chip-Upgrade möglich sein. Zu den Speichergrößen haben wir keine Gerüchte, da habe ich auch nochmal nachgeschaut, aber ich gehe mal davon aus, dass es bei den aktuellen Speichergrößen der Pro-Modelle bleibt. Die Hauptkamera löst wieder mit 48 Megapixel auf. Da gab es ja im letzten Jahr einen Sprung. Das wird Apple dann in der Regel ein paar Jahre fortführen. Und auch bei der Ultraweitwinkelkamera wird sich in diesem Jahr wahrscheinlich nicht viel ändern. 12 Megapixel, bei beiden Kameras wird man aber mit Sicherheit noch ein bisschen was über die Software optimieren, vielleicht dann auch in Kombination mit dem neuen Chip. Und dann steht ein großes Upgrade an, und zwar eine neue Zoom-Kamera mit Periscope-Technologie. Nutzt die Konkurrenz schon seit Jahren, finde ich wichtig, finde ich gut. Sorgt oft für deutlich bessere Zoom-Fotos. Allerdings, kleiner Wermutstropfen, das wird nur im iPhone 15 Pro Max der Fall sein. Nächstes Jahr, so die aktuelle Gerüchteküche, soll das dann allerdings auch in das normale iPhone 16 Pro kommen.
Und sonst gibt es noch ein paar Kleinigkeiten. Schnelleres MagSafe mit bis zu 20 Watt ist im Gespräch. Vielleicht auch schnelleres Laden über Kabel, denn der Schritt zu USB-C und Power Delivery würde einiges ermöglichen. Gibt es noch keine Gerüchte, könnte ich mir aber gut vorstellen. Und da gibt es natürlich auch wieder einen Schutz gegen Wasser und Staub, also eine IP-Zertifizierung. Und Face ID bleibt die Basis zum Entsperren. Touch ID stand ja mal für unter dem Display im Raum, aber aktuell ist das kein Thema mehr. Ich habe es ja mal in der News-Ausgabe erwähnt. Das ist eher ein Thema, was dann vielleicht in den nächsten 2 bis 3 Jahren zurückkommt, beziehungsweise erstmals in die Pro-Modelle kommt. Eine neue Farbe ist im Gespräch, ein dunkles Rot. Die anderen Farben dürften weitestgehend bleiben, wie wir sie aktuell kennen. Preise weiß ich ehrlich gesagt noch nicht ganz genau. Ich könnte mir gut vorstellen, dass das nochmal eine kleine Ecke teurer wird. Bei uns in Europa wurde das iPhone 14 Pro Lineup allerdings sehr teuer letztes Jahr. Jetzt soll eine Preiserhöhung in den USA anstehen. Die haben letztes Jahr keine bekommen. Da gilt es abzuwarten, wie das dann mit Europa aussieht. Ich vermute, Apple wird den Preis anheben, aber nicht so stark wie letztes Jahr. Ich könnte mir gut vorstellen, dass man da zum Beispiel mit einem Aufpreis von ca. 50 Euro spielt. Ankündigung, wie immer, im September. Ich vermute, das Event wird so Anfang September stattfinden. Dann startet so eine Woche später der Vorverkauf und dann so Mitte, Ende September dürften die neuen iPhones in den Handel kommen. Für mich persönlich klingt das nach einem durchaus runden Gesamtpaket, was Apple da in diesem Jahr geplant hat. Der iPhone-Zyklus findet ja mittlerweile so statt, dass es alle 3 Jahre ein überarbeitetes, frisches Design gibt und das steht jetzt in diesem Jahr an. Und wenn ein neues Design kommt, dann sind die Änderungen unter der Haube meistens nicht ganz so groß, habt ihr jetzt auch gemerkt, eher so ein paar kleine Feinheiten. Und dann dürfte wahrscheinlich in den nächsten 1 bis 2 Jahren wieder irgendwas Neues eingeführt werden. Face-ID unter dem Display, Touch-ID unter dem Display. Solche Dinge könnten dann in den nächsten Jahren kommen. Das steht in diesem Jahr nicht an. Denn meistens, wenn das iPhone ein frisches Design bekommt und jetzt in diesem Jahr sogar mit Titanrahmen, dann reicht das für die meisten Nutzer als Upgrade-Möglichkeit durchaus aus. Ich persönlich bin vor allem auf die Zoom-Kamera gespannt. Ich vermute, das wird neben dem neuen Design das zweite große Highlight sein, was Apple in diesem Jahr vermarktet. Auch wenn ich es persönlich schade finde, da ich eben das kompakte iPhone Pro-Modell nutze, dass sie in diesem Jahr nur in Pro Max vorhanden ist, aber ich bin gespannt, was für Zoom-Fotos sie liefert, was die Reviews sagen und wie sich das Ganze dann im Alltag schlägt und bin dann auch mal gespannt, wie das dann nächstes Jahr im kompakten iPhone aussieht. Also, das soll es soweit gewesen sein. Ich habe es ja eingangs schon erwähnt, die Produktion dürfte jetzt so im Juni, Juli langsam anlaufen, bevor dann die Massenproduktion spätestens im August auf vollen Touren hochfährt. Bedeutet, Entscheidungen sind gefallen, die werden jetzt nicht mehr geändert. Wie gesagt, ein paar Kleinigkeiten hier und da könnten sich vielleicht noch bis zum Launch ändern, was jetzt auch Software und sowas angeht oder vielleicht auch Name, ob das Ultra ist oder nicht, ist am Ende des Tages aber egal. Aber das, was ich euch jetzt heute erzählt habe, dürfte höchstwahrscheinlich im September von Apple vorgestellt werden. So, ich hoffe, euch hat die Sonderausgabe auch gefallen. Heute mal keine aktuellen News-Zusammenfassungen, heute einfach nur mal alle Details zum neuen iPhone. Ab nächster Woche dann, wie gesagt, wieder um 18 Uhr an gewohnter Stelle auf diesem Kanal die aktuelle Ausgabe der Apple News und dann natürlich auch wieder daraufhin jede Woche. Ich bedanke mich trotzdem diese Woche fürs Zuschauen, hoffe, euch hat es Spaß gemacht. Lasst auch gerne diese Woche einen Kommentar da. Ich habe am Wochenende eine sehr lange Zugfahrt vor mir und würde mich auch freuen, wenn ich da Kommentare von euch lese. Ein Daumen hoch freut mich natürlich bei diesem recht jungen Kanal auch immer. Ihr könnt auch gerne den Kanal abonnieren, wenn euch solche Dinge interessieren. Und ansonsten würde ich sagen, schönes Restwochenende. Wir sehen uns nächste Woche. Bis dahin. Ciao.